Herzlich willkommen zu unserem Wiesenspezial. Jetzt heißt es Hauptspeise. Und zwar Brezenknödel mit Rahmschwammerl und Schnittlauchspand. Auf geht's, ran an die Töpfe. So, wir fangen an mit unserem Brezenknödel. Und was brauche ich zu dem Brezenknödel? Brezen, Schalotten, etwas Petersilie, zwei Eier und dann kann es auch schon losgehen. Ich fange mal an, die Brezel klein zu schneiden. Und während ich die Brezel schneide, habe ich mir schon mal ca. 250 ml Milch aufgestellt. Und lass die schon mal aufkochen, die gebe ich später on top auf die Brezel drauf. Wir haben uns zum Bayerischen natürlich für Brezelknödel entschieden, aber Sie zu Hause können natürlich alles Mögliche nehmen. Ob das Ciabatta ist, Schwarzbrot, Weißbrot, was auch immer, die Rezeptur passt zu allem. Dazu brauchen wir noch unsere Schalotten, feine Würfel, dazu noch eine Handvoll Petersilie, die hacken wir auch noch mal klein. Das packen wir dann alles in unsere Brezelknödelmasse mit unter. Jetzt geben wir die Brezel in die Schüssel mit hier rein und geben die aufgekochte Milch auf vier Brezen, ca. 250 ml Milch, einfach über die Brezelmasse drüber. Die lasse ich jetzt ca. 20 Minuten ein bisschen einziehen und während die Brezel einziehen, schwenken wir schon mal unsere Zwiebeln an. Die Zwiebeln brauchen wir ganz zum Schluss noch in der Masse. Die Zwiebeln ganz kurz in die Pfanne geben, einmal durchschwenken, dass sie schön glasig sind und dann geben wir sie auch schon zu unseren Brezen mit dazu. Unsere Semmelknödel weichen ein. In der Zeit fangen wir an mit unserer Rahmschwammerl. Dazu habe ich verschiedene Pilze mitgebracht, ob das weiße Champignons sind, braune Champignons, Steinpilze oder Pfifferlinge. Die werden wir jetzt alle klein schneiden und noch eine Schalotte dazu. Und die braten wir dann schön scharf in der Pfanne an. Pilze schneide ich klein, Champignons werde ich vierteln in nicht zu klein, dass man die später auf dem Teller auch schön erkennen kann. Die Pilze, die Zwiebeln sind klein geschnitten, die Pfanne ist heiß. Da geben wir jetzt einen kleinen Schuss Öl mit in die Pfanne. Zack, ein Esslöffel Butter. Ich gebe deshalb Öl mit in die Pfanne, damit mir die Butter nicht sofort verbrennt. Die Zwiebelchen dazu und jetzt die Pilze. Das ist eine schöne Waldpilzmischung aus Steinpilz, Pfifferlingen und aus Champignons. Die braten wir jetzt schön scharf an, mit Weißwein ablöschen, kleinen Schuss. Sekunde warten, bis der ganze Alkohol verkocht. Riecht schon gut. Salz, Pfeffer, etwas Muskat, einen kleinen Schuss Zitrone und gießen es dann mit Sahne und einen kleinen Schuss Brühe auf. Jetzt lassen wir die Pilze mit dem ganzen Rahmgeschmack ca. so 1-2 Minuten leicht einreduzieren und dann geben wir es ganz zum Schluss noch 1-2 Esslöffel Butter mit dazu und dann haben wir eine schön rahmige Rahmschwammerl. Die Brezelmasse ist jetzt ausgekühlt. Was uns jetzt noch fehlt, sind die Eier und die Petersilie. Zwei Stück Eier auf vier Brezen. Die restliche Petersilie mit reingeben, etwas Salz, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Muskat. Das Ganze gut vermengen. Unsere Brezelknödelmasse ist fertig. Jetzt gebe ich euch noch einen Tipp von mir. Etwas Olivenöl in die Hände. Sagt nicht zu viel. Kurz verreiben und dann die Masse kann man dadurch leichter formen. Wir formen kleine Knödel schön elegant und geben sie in das kochende Wasser hinein. Der Knödel sinkt jetzt an den Boden und wenn er auftaucht, wenn er an der Wasseroberfläche schwimmt, dann ist er fertig und dann geht's auch schon los. Unsere Knödel schwimmen oben, das bedeutet, jetzt muss ich Gas geben. Dazu habe ich mir noch überlegt, einen Kräuterschmand, besser gesagt einen Schnittlauchschmand. Schnittlauch feinschneiden, dazu etwas Kräuterschmand oder auch Creme Fraiche mit reingeben. Etwas Zitrone, etwas Olivenöl, Salz, Pfeffer. Die Pilze sind fertig, der Kräuterschmand muss noch ordentlich durchgerührt werden. Ich würde sagen, wir richten an. Auf geht's! Unser bayerischer Hauptgang ist fertig. Brezenknödel mit Rahmschwammerl und Schnittlauchspand. Wir wünschen guten Appetit und lasst es schmecken an Gurden.